Komm hier rüber, reden wir. Ja, ist ja gut. Also, hier ist es. Ich esse gerade so Waffel. Genau, wie du es am Kabel des Kindes saß. Mit willst du dich mal mit deinem schicken Relikt umschauen? Schokofüllung? War ja hier. Schmeckt vielleicht beim Vogel an. Schmeckt jedenfalls nach Schoko. Fragt, als ob er irgendetwas weiß. Dummer, fliegender Abschaum. Ja, alles klar. Vater und Sohn, 3 Generationen. Seht ihr, ihr könnt ja doch was, Chat. Ist doch schön. Los geht's, Rotschopf. Nimm dein Relikt, finde das Kind. Ist ja gut. Finde das Kind. Da, Fußabdrücke. Klein, undeutlich. Aber gehen von hier weg. Aber nicht so schlimm. Taka, hier ist eine Spur. Vielleicht vom Kind. Worauf warten wir noch? Los geht's. Los geht's. Alles okay? Du siehst traurig aus. Ja, stimmt. Mehr macht. Ja, der Chat ist faul. So, jetzt habe ich es gesagt. Da Yara endlich weg ist, dachte ich. Ich könnte die Dinge. Voll Säcke. Das funktioniert nicht wirklich, hm? Jeder will alles und zu jeder Zeit. Nahrung, Wasser, Sicherheit. Oh, Waffeln. Wenn sie kriegen, was sie wollen, ziehen sie die Schwerter. Ganz normale Waffeln. Erinnert sich an was? Weiß ich nicht. Ja, mich. Und Yara, ich verstehe es. Du hast schon recht. Hau dich wohl angesprochen. Ja, Yami, der Meister der Faulheit. Faul niemals. Nein, Quatsch. Ganz winkel. Wochenende da. Das hören Pause. Ja, hier wird auch nur stumpf umgeballert und versucht zu überleben. Kaskete! Warte. Nein, du wirst nicht sterben. Wo bist du? Ist in dem alten Wrack. Da bist du ja. Hallo. Du bist sicher. Nein, da draußen sind Maschinen. Es scheint gleich einen Kampf zu geben. Oh, oh nee. Bei den Zehn. Das Ding wird schwer zu packen sein. Ja, toll. Schon, Aloy. Ja, ich muss doch erstmal hier raus. Oh nee. Das ist eine scheiß Mission. Kann ich noch mal wechseln? Oh, please, ey. Oh, die Falle habe ich ja super da aufgebaut. Ja, ich gebe mir Mühe. Alter! Boah!
Oh, komm, ey, das ist doch unfair. Nee, lass mich in Ruhe. Kannst du mir das nicht wie einen normalen Mensch geben hier? Oh, jetzt hat die das... Oh, ich wollte das... Ich wollte mich gerade heilen. So eine Sch... Oh, halt die... Bei den Zehn. Das Ding wird schwer zu packen. Kannst du mal chillen jetzt? Boah, ist das nervig. Hey. Alles klar, Keks, schlaf schön. Versuche hier zu überleben. Ja, ich stecke weg, halt die Klappe. Lass mich hier nicht den Stichstreiter bezwingen. Oh, ich habe nichts mehr zum Heilen. Jetzt häng ich hier fest, super, super. Mann, geil. Ich kann Hilfe brauchen. Geh mir um den Sack. Backseat. Jetzt macht er auch noch Backseat Gaming, ey. Weich doch aus! Je mehr, desto lustiger. Ja, natürlich. Was ist das denn jetzt? Wollt ihr mich komplett verarschen? Wenn ich nicht hier gleich Heilung finde, dann ist sowieso vorbei. Oh, gut. Bist zurück. Du willst mich fangen? Versuch's doch! Und der Tod ist unterwegs! Ja, eine Waffe für den Arm.
jetzt noch der Sturmvogel. Hey, willst du ernsthaft jetzt gehen? Diese wollen sie es übertreiben? Ja! Ich kann gerade nicht in den Chat gucken. Ich bin hier ein bisschen unter Dauerfeuer. Die Waffe ist ab. Ich muss sie mir holen. Warum hänge ich jetzt hier fest? Please help. Ah, du bist wieder da. Ich bin die ganze Zeit da. Okay. Ja. Ich auch. Zeig es ihnen. Da bist du ja. Ja, super. Da habe ich jetzt zwei so eine fetten Gegner einfach. Hallo Bubbles. Ich bin getroffen. Ganz übel. Selber schuld. Wo ist er getroffen? Der lügt ja. Das ist nervig. Flamme brennt wieder. Gut gemacht. Man kann es übertreiben. Schon okay. Wir bringen dich zur Basis zurück, sobald ich atmen kann. Ich war sicher, dass ich sterbe. Herr Kind! Ich sollte nach Draka und dem Kind sehen. Bin ja schon dabei. So, jetzt kann ich wieder lesen. Was ist passiert? Ich wollte nur auf die Jagd gehen. Und ich habe mich verirrt. Und dann jagten mich Maschinen und... Oh, oh, gut, gut. Du bist sicher. Gib mir einen kurzen Moment und dann bringe ich dich zurück nach Brennspeer. Danke, Kommandant. Bitte ohne Rang. Nenn mich einfach Tracker.
Du hast mir sehr geholfen. Wäre schön, wenn ich die Maschinen alleine geschafft hätte, aber... Dem Kind geht's gut. Das allein zählt. Ja, seine Eltern werden froh sein, ihn wiederzuhaben. Sein Trupp auch. Und der Rest des Clans? Ehrlich gesagt, ich brauchte den Sieg. Es wird mir Rückhalt geben. Gern geschehen. Vergiss nicht, es ist deine Aufgabe. Jetzt musst du mit der Verantwortung leben. Ich weiß, ich weiß. Ich stelle mich den Herausforderungen für den Clan. Keine andere Wahl. Höre ich da Bescheidenheit? Natürlich, darin bin ich gut. Oh, bevor ich's vergesse. Nimm dies. Ich hätte es ohne dich nicht geschafft. Mach dir um das Kind keine Sorgen. Ich bringe ihn nach Hause. Alles für den Club. Mhm. Werde ich bald brauchen können. Bist du bald fertig? Ein Rätsel ein. Was? Was ist kein Feuer, aber es brennt? Ein Furz? Ist alles okay? Was macht ihr denn hier draußen? Frag meine Großmutter. Ich habe meinen Wachdienst verlassen, um nach ihr zu gucken. Sie wollte die Blüten sehen und will nicht mehr weiter. Seit wann interessiert sie sich für Blumen? Nicht nur Blumen, mein Kind. Es sind Scharlachstiele. Ihr Duft beruhigt die Nerven. Das hat mir vor vielen Jahren ein Utaru-Samensucher erzählt. Ein Utaru? Jetzt erzählst du Märchen. Wenn damals einer hier gewesen wäre, hättest du ihn direkt getötet. Konnte ich nicht. Ich sah ihn Blumen pflücken. Hier ganz in der Nähe, auf Tenakt-Gebiet. Ich wollte ihn niederschlagen, doch er hat gesungen. Gesungen? Kann mich nicht an die Melodie erinnern, aber an seinen Tonfall. Und an seinen Namen. Milo. Er blieb damals für ein oder zwei Tage. Ich nahm den Wachdienst an, damit ich zu ihm konnte. Und er hat seine Rückkehr nach Rheinklang verschoben. Bis dann, Flo. Danke, dass du da warst. Sag mir bitte, dass ich nicht von einem Utaru-Gärtner abstamme. Beinahe. Beinahe. Aber meine Lust zu kämpfen war stärker. Und er musste zu seinen Leuten zurück. Ich dachte an das, was ich mit ihm gehabt hätte. Und ob er genauso denkt. Würde er mich gern in Rheinklang sehen? Oder nur einen Scharlachstiel annehmen? Es ist weit bis nach Rheinklang, aber ich bin manchmal dort. Ich kann ein paar Scharlachstiele pflücken und sie Nilo geben, wenn ich ihn finde. Bitte. Er war dort ein Kräuterkenner. Ich weiß, viel Zeit ist seitdem vergangen. Doch ich möchte wissen, ich möchte, dass er weiß, du weißt, was ich meine. Ich glaube ja. Eine alte Frau zu ermutigen? Warum machst du das? Warum nicht? Einfach die schlimmste Frisur, die ich je gesehen habe. Ja, die Frisur ist wirklich, ja. Nun. Ich sollte den Kräuterkenner suchen. Vielleicht ist es Nilo.
Ich könnte ihm die Scharlachstele geben. Was eine angenehme Überraschung. Schauen wir mal, hier sind ja schon wieder Nebenaufgaben. Heilige. Nein, weißt du nicht. Ich finde, wir sehen uns später. Für Harmonie unter uns. Hey! Viel Glück auf den Feldern. Bitte, noch einmal suchen. Komm bitte wieder. Wir können nichts mehr tun. Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Was? Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais. Sie sollte dem Chor beitreten. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Du hast Landgöttin Rey geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Wir suchen jetzt nach ihrer Samentasche. Cool. Warum sollte Calais dem Chor beitreten? Der Chor entscheidet selbst. Aber das Volk entscheidet mit. So fiel die Wahl auf sie. Calais forderte mit der Zeit zunehmend neue Ideen anstelle alter Traditionen und erntete Zuspruch dafür. Wir müssen uns der Dissonanz stellen, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist. Ihr nahmt Calais also auf, um dieses Lauffeuer zumindest einzudämmen? Die Fremde versteht aber schnell. Dieser Entdeckungsritus, was genau ist das? Eine Pilgerfahrt zum Sporn an den Ort, von dem aus der Esutaru Reinklang ja. sah. Calais sollte dem Weg unserer Ahnen folgen, ihre Augen färben und dann auf das Land schauen und ihr Lied spielen. Dann hätte sie ihr Mal am Sporn hinterlassen und so zu all jenen gehört, die vor ihr kamen. Früher machte jedes neue Chormitglied die Reise. Aber nach der Störung ließ man von dem Brauch ab. Niemand trat mehr diese gefährliche Reise an. Warum dann Calais? Wir rieten ihr alle davon ab. Aber wie auch sonst, ignorierte sie unsere Warnung. Sie meinte, es würde ihre Ansicht stärken. Sie musste beweisen, dass sie die alten Sitten respektierte, obwohl sie dagegen sprach. Dann würden mehr auf sie hören. Calais trug eine Samentasche bei sich? Das tut jeder Utaru. Wir wählen in jungen Jahren Samen aus den Pflanzen der Ahnen oder anderer wichtiger Personen. Und nach dem Tod kehren die Samen in das Land zurück, das uns nährte, damit neues Leben sprießen kann. Und deshalb will ich Calais Tasche. Ja. Samen sollen in Reinklang wachsen. Der Fluss trägt die Samen zu neuem Boden, wo sie sprießen und blühen werden. Aber in der Fremde. Mehr Hoffnung bleibt uns nicht. Wie war Calais politisch eingestellt? Radikal. Ihr hättet euch gut verstanden. Reinklang stirbt. Aber Calais sagte, wir müssen nicht auch sterben. Ach, Klasswellen immer. Der Wind trägt den Samen in ferne Lande. Komm, wir sagen mal erwähnen. Ja! Reinklang verlassen und fortziehen. Dieses Land gehört zu uns. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln, auch wenn ein Feuer naht. Ihr seid keine Bäume. Das spielt keine Rolle. Ah, was ist hier für Scheiße da, Mann? Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Au. Was würden die machen, wenn die an dieser Stelle wären? Dann würden sie auch hoffen, dass noch jemand sie sucht, aber naja.
Schön sich hier verkriechen und Befehle erteilen. Und, na. Auf diese Art haben wir am Monatsende nichts. Was ist hier los? Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Was von engstirnig? Ja, hallo Mac. Ich entschuldige mich. Schön den Samenbeutel auf den Nacken. Au. Sieht aus, als würde es hier an ziemlich viele mangeln. Kann man da irgendetwas tun? Mexiko? Jo hat recht. Wir brauchen Nahrung. Deshalb haben wir Jakob cool. ins Altholz geschickt. Einen Wald im Norden. Wir haben nie Tiere gejagt, um zu essen. Wir mussten es nie. Doch da unsere Ernte ausbleibt, haben wir keine Wahl. Doch etwas anderes ging schief. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Ein Krallenschreiter. Von dem einzigen Überlebenden war er tödlicher als alle zuvor. Bis er fort ist, kann ich keine Jäger schicken. Oh, habe ich verpasst? Oh nein. Unsere Leute immer dünner. Ja, ich habe das gerade nicht mitbekommen, sorry. Tom und Brauli, falls ihr es noch hört, schlaft schön. Danke, dass ihr da wart. Ich habe dich da oben gesehen, als ich vor dem Chor gesprochen habe. Ja, verzeih mir, dass ich dir nicht besser helfen konnte. Und vor allem so. Viele Utaro denken, dass wir über der Politik stehen. Dankeschön, Tom. Gut, hast du noch gehört. Ich bin nicht einig mit Fane, doch ich und Brauli jetzt auch noch gehört, sehr gut. Also wolltest du ihn nicht verärgern. Erholt dich gut. Nicht so öffentlich. Nein. Ich hoffe, du verdenkst mir das nicht. Schnee von gestern. Am Ende hat's ja geklappt. Wie lange kann der Stamm ohne weitere Nahrung auskommen? Die Landgötter schaden den Feldern jeden Tag mehr. Ein Monat? Vielleicht zwei? Das Verrückte ist, dass viele sich damit abgefunden haben. Wie Fane, der uns einfach auf den Tod warten ließe. Er sagte... Der Tod ist nur ein Teil des ganzen Kreislaufs. Du würdest lieber etwas tun. Ja, wie Jäger im Altholz jagen zu schicken. Fane hat auch das abgelehnt. Er wird das Schicksal der Jäger sicher dazu nutzen, Leute auf seine Seite zu ziehen. Wenn wir ihn lassen. Warum hören die denn alle auf so einen Vollidioten? Man muss doch sich irgendwie noch weiter ernähren können und überleben. Warum hören die denn auf einen einzigen Idioten, der sagt, nee, ihr geht jetzt nicht rausjagen? Oh, please, ey. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer, wenn, überlebte und schreit in seinen Kopf und dann ist gut. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut, das Jagen im Altholz muss sicher werden. Eine Sache noch. Noch eine. Jeder Utaro trägt eine kleine Samentasche. Von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis. Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ich soll die Samentaschen mitbringen? Oh Gott. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Really? Wenn ich gehe, sollte ich zum Überlebenden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. Sehen denn diese Samentaschen aus? Erfrischend, schätze ich. Eine Säckchen, naja. Ja, knusprige Pilze suchen gehen oder Beeren oder Blätter. Flechten können sie ja auch. Ja. Im Wald jedenfalls. Hier können sie nichts mehr anbauen. Diese ganzen roten Sachen hier. Das hat die ganze Ernte verpestet und das breitet sich auf der ganzen Welt aus. Wir haben halt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen das nämlich verhindern. Weil sonst war es das. Aber ja. Wir könnten halt wirklich da reingehen und wirklich Bären und sowas sammeln. Aber Maschinen und so, die sind halt nicht wirklich Kämpfervolk. Können sich zwar schon wehren, aber nicht so... Ist halt nicht so ein Kriegervolk wie die anderen. Gesundheit. Ich hab Lust.
Da oben. Das sind die kleinen Beutel, die einige unter ihrem linken Schlüsselbein an der Rüstung tragen. Was glaubst du, haben sie in der heiligen Höhle gefunden? Gesundheit. Ah, da, guck mal da. Ja. Wunderschön. Oh, das war nicht so gut. Aber beeindruckend, was sie hier alles gebaut haben. Einmal anzünden ist vorbei hier. Brauchst du ein Heil? Fremde, was kann ich für dich tun? Du bist der Kräuterkenner, oder? Bist du Nilo? Nein, Nilo war vor meiner Zeit. Ich glaube, er ist nach Norden gegangen, nach Flusslied. Warum? Brauchst du eine bestimmte Salbe? Nein, aber jemand anders auf eine Art. Danke, ich versuch's im Flusslied. Wow, klasse. Eine Gedenkstätte, eine schöne Grünanlage. Wenn er dort ist, pflegt er sie bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen. Schau dir meine Waren an.